Was genau passiert gerade auf dem Kartoffelfeld? Ein Feld, das ist jetzt fertig gemacht, vorbearbeitet, ist gepflügt und so weiter, ist jetzt praktisch fertig zum Bepflanzen. Jetzt ist die Pflanzmaschine ja am Acker und jetzt wird noch einmal das Saatbett bereitet. Es läuft vorne eine Kreiselecke und da pflanzen wir eine, für uns eine Frühkartoffel für die Fabrik, die in den Fabriken zwar zu Pommes oder auch zu Salaten verarbeitet werden. Das ist so ähnlich, so Anfang Juli werden diese Kartoffeln wieder geerntet. Also haben wir auch ungefähr ein Fenster von gut 3 Monaten. Ne? Man sagt immer, eine Frühkartoffel braucht so circa 3 Monate vom Auflauf, vom Pflanzen, bis man sie ernten kann. Es gibt auch richtige Frühkartoffelgebiete, da erntet man schon 4 Wochen eher. Das ist aber meistens dann für den Abpackbereich oder für Wochenmärkte und so weiter. Das ist eine andere Schiene. Wir machen das halt nur für die Fabriken. Diese Kartoffeln werden jetzt so, wie sie gepflanzt werden, dann werden die noch einmal, bevor sie aus dem Boden, aus den Dämmen herauskommen, werden sie noch einmal nachgehäufelt mit einer Dammfräse, werden noch einmal die Reihen hochgezogen als richtig große Dämme und dann ist das eigentlich fertig. Dann werden sie noch einmal gegen Unkraut wird die Fläche nochmal behandelt und dann kann die Kartoffel wachsen. Und dann wird sie Anfang Juli, hoffen wir, geerntet. Und wie viele Kartoffeln kriegen Sie aus einer Pflanzkartoffel heraus? Im Schnitt pflanzen wir so zwischen 2 und 2,5 Tonnen pro Hektar aus und ernten zwischen 45 bis 70 Tonnen müssen wieder ernten. Also das 15 bis das 20-fache, gerade wie es so hinkommt. Das ist aber vom Ansatz her, von der Stückzahl her, ist das immer noch wieder verschieden, weil eine Speisekartoffel muss klein sein, die muss möglichst viel ansetzen. Da möchte ich viele, da so eine Pflanze setzt auch von einer Knolle können bis zu 25 neue Kartoffeln kommen. Und bei einer Verarbeitungsware, die für Pommes frites oder so ist, da liegt man so zwischen 10 und 15 Knollen pro Staude, pro Pflanzkartoffel. Das ist so der Unterschied.